Und ja, habe ich doch gedacht, kann ich doch noch mal ein bisschen live gehen. Und ja, haben wir doch noch ein bisschen zu quatschen heute, wa? Viechern Wasser geben. Ja, da bin ich wieder. Oh, da kommt der Hans Hermann. Wo kriegen die Kühe Wasser? Noch mal durchfahren. Wasser wird hier nicht angenommen. Na, wo denn dann? Wasser wird hier nicht angenommen. Ja, wo denn dann? Toll, bin ich auch gegen den Baum gefahren. Toll. Wasser wird hier nicht angenommen. Wo denn dann? Hä, wie, die brauchen kein Wasser? Kann der wieder weg? Dann kann man hier stehen.
Du kamst dahin. Du kommst hier rein. Er hat das ja schon geteilt. So, noch mal geteilt.
Hier fahren wir Tiere füttern. Tiere füttern, Tiere füttern, Tiere füttern. Mit dem schönen Johnny 8R. Ui, kommt doch immer noch im Chat, guckt. Das war ein bisschen schnell. Kurz mit zwei Bergen. Ich mag den Stein nicht gerne. Den mal.
Dankeschön. Fresh, oh wow. Einen wunderschönen guten Abend an alle Leute außerhalb des Chats. Wer bist denn du? Hallo? Was machen Sie hier? Was mein Stall? Achso, ich habe den mitten im Weg gebaut. Upsi. Was soll er mich nur besuchen? Das ist aber freundlich. Aber ich habe gar keinen Kaffee und so für ihn gekocht, weil ich das ja gar nicht wusste. Ich wusste es ja nicht, dass er vorbeikommen will.
Nee, hat sich vorher nicht angemeldet. Das stimmt. Und geht einfach durch meinen Kuhstall durch. Wenn er Milch haben will, soll er sich anmelden, so wie alle anderen auch. Oh, Entschuldigung. Oh, Dankeschön fürs Abonnieren, wie auch immer das war. Freut mich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jupp, ich habe endlich die 50 geknackt. Ich habe keine Ahnung. Die einzige, die drin ist, bist du.
Dann wollen wir jetzt mal das Günther Fass holen, ne? Oh, wa. Very nice. Very nice that. Oh, ich kann Englisch sprechen. Do you speak English? No, not good. Okay, ich lasse es lieber. Ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ich habe gerade einfach gute Laune und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Tut mir leid. Dankeschön. Sehr freundlich von dir, mein Schatz. Und ist, finden Sie das interessant oder nicht so? Okay, das freut mich. Oh, das freut mich immer am meisten. Schönen guten Abend, alles fresh. Wow. Delfine? Na, Fine, guckst du Papa zu? Dann lass sie schlafen, die kleine Maus. Und wartest du immer noch auf deine Updates?
Wow, das war ja viel. Ach, sonst stütze ich in der Nacht wieder, wa? Dann hätte ich die halbe Nacht wach. Tüdelü, put your hands up in the air, tüdelü. Achso, oh mein Schatzi. Ich hoffe, es geht bald wieder. Okay, dann ist ja gut. Alles gut. Ich hoffe, nur dir geht's bald wieder besser. Trotzdem danke, mein Schatz. Das stimmt, das bist du, mein Schatz. Einen wunderschönen guten Abend an alle Leute, die neu dazugekommen sind, außerhalb des Chats. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag, seid gut ins neue Jahr gerutscht und könnt den Abend jetzt entspannt ausklingen mit der Familie oder halt hier ein bisschen bei dem Verrückten mit zugucken.
Was mich dann natürlich sehr, sehr freuen würde, wenn ihr bei mir zuguckt. Brumm, brumm, ja, brumm, brumm.
Das freut mich. Ja, es sind jetzt einfach ein paar Trecker, die Gangschaltung haben und manche nicht. Und ich hätte gerne lieber mit Gangschaltung. Aber die meisten haben halt keine Gangschaltung mehr, weil das jetzt halt modernere sind. Und die moderneren haben halt nicht mehr so Gangschaltung. Und deswegen ist es halt ohne Gangschaltung. Und halt schon ein bisschen schade. Da hast du recht, mein Schatz. Nur mit denen schon alles gut.
Momentan versuche ich rauszukriegen, wie der Trecker schneller fährt. Und da, wo die 1 steht, ich weiß nicht, ob ihr die seht, da rechts, da steht eine 1 und die muss höher gehen, ich weiß nicht wie. Die muss ich irgendwie höher kriegen, aber ich weiß halt genau, wie gesagt, nicht wie. Egal, mache ich das mit dem. Das stimmt allerdings. Einen wunderschönen guten Abend an alle Leute, die neu dazugekommen sind. Ich hoffe, euch allen geht es soweit gut. Ja, das stimmt. Tschüss. War es nicht der letzte Mal so mit dir geflirtet hat? Und tschüss. Ciao. Also. Jetzt fahre ich mal sehen. Ja, Extreme Annex, genau.
Denken kurz zurück, mein Schatz. Gerne. Oh, Miete, Katze. Wann wollen wir denn morgen eigentlich los? Wenn er das noch zum Arbeitsamt bringen muss. Da hast du recht. Kann ich morgen aufnehmen, weil das Arbeitsamt muss ja auch erstmal aufnehmen. Okay. Let's go, Baby. Daumen und Herzen, juhu! Und dicke Herzen zurück, mein Schatz.
Oh, wie süß. Zwei Leute. Und da ich mir zugucke, hier drin bin, also nur du und ich. Mir werden zwei angezeigt. Okay. Alles gut. Ich versuche das hier rauszufinden, wie ich das umschalten kann. Welche Reihe hören? Alles gut, Tatschi. Das ist schön. Ich versuche das halt rauszukriegen, wie ich das hinkriege mit dem Trecker, dass er anders fährt. Weil hier bei dem Trecker steht ein H, wie du siehst. Wenn du das siehst. Ich weiß es nicht.
Okay. Fine. Das freut mir.
Hab's geschafft. Einen wunderschönen guten Abend an alle Leute, die zugucken. Vorwärts, nicht rückwärts. Und hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Hoffe, er war nicht zu stressig. Und ihr könnt auch gerne was in den Chat schreiben. Auf Fragen. Sofern ich die Fragen beantworten kann, mache ich das.
Na klar, lass mich was fragen. Was du meinst, wo meine 50 Abonnenten sind? Du, keine Ahnung. Es gucken drei Leute zu und ich würde halt gerne wissen, wer der dritte Zuschauer ist. Mimi ist die dritte Zuschauerin. Aha. Na gut, ich habe ja schon Verdacht, wer das sein könnte. Zwei Zuschauer.
Bist du auch rausgegangen? Mir steht nämlich, es kommt nur noch einer zu. Deine frisierte Zeichen, Schatz. Mein Handy ist gleich leer. Zwei Leute sind wir da. Hi Leute, Sekunde, ich bin sofort wieder da. Ja, mir geht's gut, danke. Und ja, ich hatte einen schönen Tag. Ja, für du auch. Bin ich denn noch live? Nicht mehr. Ich wollte mich schon eben abbrechen. Das ist. Deswegen frage ich gerade, Schatzi. Schwarz-gelbe Liebe. Und wie war dein Tag?
Oh, warum das? Was passiert? Ach du Kacke, ich hoffe, dir geht's gut. Dann ist ja das sehr schön, dass es dir gut geht. Was schätzt du denn von meiner Stimme her, wie alt ich bin? Woher kommst du? Nähe Bremen. Und du? Nee, nicht ganz, ich bin älter. Aber gut geschätzt. Aber echt gut geschätzt, Schatz, ne? Ist sie überhaupt zu Hause? Oberhausen, Oberhausen habe ich schon mal gehört. Wo ist das nochmal? Achso, dann hätte ich mal eine Frage an dich. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Wo soll ich das wissen? Ich schätze jetzt mal Mädchen. Wenn es falsch ist, dann tut es mir leid.
Mensch. Und wie alt bist du? Oh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und alles, alles Gute wünsche ich dir. Sehr gerne. Ja, ein bisschen live sein, aber ein bisschen LS22 streamen. Krasser Scheiß, hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall krasse Scheiße ist das hier. Aber ich hoffe, du hast Spaß mit dem durchgeknallten Typen hier. Weil ich streame auch für euch und hoffe, dass euch mal das Spaß. Und es ist nicht zu langweilig. Freut mich aber. Und Dankeschön. Ich gebe mir auch Mühe, nett zu sein. Aber freut mich mal, dass du zufällig über mich, also da über den Stream gestoßen bist. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich. Eine Verlobte habe ich. Warum fragst du?
bin kein richtiger Landwirt, ich bin halt nur hier so hobbymäßig auf. Aber ich weiß, was du meinst und danke. Und ja, ich habe eine Verlobte, eine traumhafte Verlobte. Hast du einen Freund? Ah, der kann sich aber auch glücklich schätzen. Vor allem schwarz-gelbe Liebe ist auch immer geil. Ja, ich und meine Verlobte auch. Geilo. Ich freue mich immer, neue Dortmund-Fans zu finden, ne, Schatz? Bio Baromaten am Starten. Jo, gegen Frankfurt. Wird der Mann sowieso gewinnen. Zusammen sind wir seit dem 3.5.2021 und verlobt sind wir seit dem 15.07.21. Wollen wir mal Luft holen? Jetzt kommt nicht an, Herr Schalke-Fan oder Bayern-Fan. Oh, das heißt ja Schalke-Fan.
das heißt, ich habe jetzt 51 Abonnenten. Okay, das geht ja noch. Aber wenn er Fan von Schalke wäre, das wäre ja schon wieder was anderes. Das wäre Katastrophe. Ja, da hast du auch recht, aber trotzdem, wenn er Fan von Schalke gewesen wäre, wäre es ja was ganz was anderes. Na super. Was werden, wenn sie erwachsen wird? Mutter gegen Tochter, Dortmund gegen Schalke. Oh, hauer, hauer, hauer. Schatz, ich stell mal vor, unsere Tochter oder unser Sohn wird Schalke werden. Ich mag deine Eltern jetzt schon. Mein Vater und meine Schwester sind Bayern-Fan, also auch nicht viel besser. Bin in Dortmund geboren, oh, auch nicht schlecht. Zockermaus ist meine Verlobte, ja. Nabend. Ich bin in Bremen geboren. Alles gut. Dankeschön. Hast gehört, Schatz? Was ist der Plan? Nichts Besonderes, einfach ein bisschen schnacken, ein bisschen zocken und ein bisschen Spaß haben. Ja, aber Schalke-Fan würde bei mir nicht in Frage kommen.
Heute hätte ich die gebrauchen können, hier bei Kartoffeln ernten, wenn die reif gewesen wären, aber die grubbe ich jetzt unter. Hier am Pflügen. Aber wenn sie es nicht ändern, dann hast du eine Tochter, die ist Schalke-Fan. Und du bist Dortmund-Fan. Klar, das sind deine Kinder. Klar, ich würde meine Kinder auch lieben, auch wenn sie Schalke-Fan sind. Oha, na gut, Frankfurt will eh verlieren. Frankfurt wird das nicht schaffen, nee. Also pro ist, dass die Trecker, also dass du die Hilfe jetzt auch auf der Straße fahren lassen kannst. Contra ist, die Maps sind noch nicht so gut wie die bei LS19. Kannst du ja reinschreiben. Ist doch alles gut.
Bohrmaschinen. Bin ich wieder? Ja, das ist sie auch. Sie ist auch sehr, sehr nett. Nähe Bremen. Nein, nicht wirklich. Ich habe noch Urlaub. Ich muss am 17. meine Praktikumsstelle antreten. Und viel habe ich aber heute noch nicht gemacht. Habe noch einen Schrank mit meinem Opa und meiner Schwester geholt für meine Schwester. Aber sonst wirklich viel habe ich heute noch nicht gemacht. Nein. Wunderschönen guten Abend an die Zuschauer außerhalb des Chats. Meine Schwester ist 19, wird dieses Jahr 20. Also was soll ich großartig über mich erzählen? Ich heiße Martin, bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe von Bremen, bin ab und zu ganz schön durchgeknallt, bin verlobt und das glücklich, und habe eigentlich meistens
wenn nicht sogar nicht immer, Spaß beim Zocken. Und ich zock auch mal mit mehreren Leuten. Also wenn ihr LS habt und eine PS4, müsst ihr mir nur euren Namen schicken, dann könnt ihr mitzocken. Und was gibt's großartiges über mich zu erzählen, Schatz? Nein, nicht wirklich. Marten. Ihr könnt mir sonst auch gerne mal auf Instagram schreiben, wenn ihr wollt. Da heiße ich der Keeper 2.0 und einmal Goalkeeper. Hallo Martin, wir sind Fiona und Martin. Mensch Martin, moin Martin. Ich bin 24 und Martin ist 26 Jahre und kommen aus Oberhausen und haben eine Tochter, 5 Jahre alt und heißt Larissa und wir zocken ganz selten mal auf der PS3. Ach so, ja denn. Schön euch kennenzulernen. Dass ich meinen Namensvetter hier kenne, hätte ich auch nicht gedacht. So wie bei dir, Schatz, bei TikTok, ne? Fünf Leute. Es freut mich immer mehr, neue Leute kennenzulernen.
Da stimmt, das ist ein Zufall. Okay, guck mal, Schatz, wie der fährt auf dem Stream. Mein Helfer, wie ich den, ich habe ihn ja losgeschickt, guck mal, wo der fährt. Der fährt einfach im Verkehr, fährt ein durchs Feld. Meinen Eltern. Ja, krass, aber sie ist auch süßer als ich. Dann soll jeder wissen, wie sehr ich sie liebe, und jeder soll wissen, dass sie süß ist. Sehr, sehr süß sogar. Oh, wie oua. Hat sie. Das mache ich. Und passt du auf den Marten auf, ne? Das ist nicht komisch, seinen eigenen Namen zu sagen. So wie bei dir auf TikTok. Danke, dir auch. Reingehauen. Ja, es gibt aber auch manchmal hier Chaoten, die nicht nett sind.
Ich wurde auch schon ein paar Mal beleidigt hier im Stream. Hast gelesen? Da hast du recht. Verdammt recht sogar. Kann man nicht, da hast du allerdings wirklich recht. Nein, leider noch nicht. Aber wir wünschen uns Kinder, auf jeden Fall. Zwei Stück. Recht, Schatz? Die ist mal durch. Schatz, dein Spiel ist gleich fertig. 93%. Hier drin redet ihr immer noch durch.
Der Kevin, moin moin. Schatzi, willst du selber sagen? Oder selber schreiben? Na, Meister ist fresh. Wow. Jo, oh, das freut mich. Na, die so heißt meine Mama. Ach, das meintest du. Das kam bei mir jetzt eben gerade erst an. Und Fiona, wie gesagt, wenn ihr auch so privat schreiben wollt, Instagram könnt ihr gerne anschreiben. Wenn ihr mal fragen wollt, wann ich wieder live gehe. Schatzi, der hat geschrieben, ja, meine Mutter heißt Nadi, also ohne Altspitznamen. Ach, du hast keine Insta mehr. Schade. Nö. Immer dieser Kevin, der Fortnite suchen muss. Geht gar nicht. Stimmt, Kevin ist alleine zu Hause. Oh oh. Oder Kevin, bist alleine in New York? Ja, dann. Aber ich habe mich doch vorhin verguckt, oder? Bei dir im Status. 205.000. Meistens ja. Na, bist nicht allein zu Hause, dann ist ja gut. Ich habe gerade mal 51, aber bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass ich wenigstens wenig oder schon 51 habe.
Ja. Ich habe, bevor ich LS gezockt habe, schon was anderes gezockt. Ich habe heute schon Rocket League gezockt. Juhu! Ich zock aber mehrere Sachen. Ich zock nicht nur LS, ich zock auch FIFA, ich zock Rocket League. Na gut, ich könnte mal wieder ein bisschen Wrestling spielen, aber. Na gut, ist schon nach 22 Uhr, ne? Könnt ihr mal wieder Wrestling spielen? Und ihr könnt auch mal Kickboxen streamen. Ja, habe ich auch. Ich habe Need for Speed Payback. Habe ich mir gekauft. Fortnite habe ich mal gezockt, zocke ich nicht mehr. Minecraft habe ich auch mal gezockt, zocke ich auch nicht mehr. Und Ro das ist das letzte, habe ich noch nie gezockt. Oh, geil. Ja, dann wird der Stream gleich wieder abbrechen, weil ich dann zu lange der weg bin, dann müsste ich den Stream nochmal neu starten. Und ich weiß halt nicht, wie viele Kinder hier noch drinnen sind. Weil nicht, dass ich dann hier noch gesperrt werde, weil ich dann irgendwas ab 16 spiele. Aber wir können ja gerne mal im Chat abstimmen. Wer möchte, dass ich ein bisschen Wrestling spiele? Und Schatz, du stimmst auch mit? Warum? Alle, die mal im Chat sind. Ich bin noch gar nicht im Chat. Natürlich bist du mit drin. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich herabschalten? Nee, ob ich jetzt Wrestling spielen soll oder was ich spielen soll. Okay, ein Punkt für LS22.
Punkt verkämpfen. Ja, Kevin, jetzt hängt es von dir ab, wa? Dein Freund sagt kämpfen, ich sag nicht kämpfen, ich halte mich da raus, ich entscheide dann, was die Mehrheit hat. Tja, dann hat LS22 wohl gewonnen. Nein, unentschieden. Warum? Bei zwei haben Pferd gesagt und zwei haben Ja, entschieden. Martin, ihr Freund, hat auch kämpfen gesagt. Ja, und sie ja auch, das sind Nummer zwei. Ja, und du und Kevin? Ja, auch zwei, ist unentschieden. Steht immer noch offen. Es muss theoretisch dann einer noch kommen und der muss quasi dann zahlen. Oder aber ich entscheide jetzt. Oder du entscheidest. Oh, da ist noch ein Zuschauer drin. Könntest du bitte einmal abstimmen, was du lieber sehen möchtest? Ob du kämpfen sehen möchtest oder LS22? Weil hier ist gerade so ein Stechen. Wäre echt lieb, wenn du das einmal machen würdest. Also LS22 oder kämpfen. Einfach nur das reinschreiben. Wie mache ich das? Moin Meister! Na, ist klar. Ja, Kämpfen hat gewonnen. Ja gut, dann bin ich gleich wieder da, weil das Stream wird gleich abkacken, aber dann, okay, wird jetzt gekämpft. Muss, muss. Und ich bin dann gleich wieder da.